Alter, was geht ab, Leute? Hong hier. Wir fangen das Video an, wie immer, mit Papandier und ein bisschen Regen. Ich brauche noch einen zum Tauschen, das wäre nicht schlecht. Und die sind eh in der Nähe von den Orten, wo ich eh Arenen mache, also kann man schon mal mitnehmen. Das ist jetzt nicht so ein großer Umweg. Ihr seht da vorne die zwei Arenen, die wollte ich eh auf Gold machen. Ja, ansonsten heute letzter Tag Mewtwo und vorletzter Tag Team Rocket Event. Shiny Chance auf Rattan, Smogon, Zubat und Sneeble, aber Zubat und Sneeble kannst du vergessen, die spawnen nicht mal wirklich. Smogon habe ich, das heißt für mich geht es die letzten zwei Tage auf Rattan, Shiny Rattanjagd. Shiny Check? Nicht, Mann, den gibt's auch nicht. Ich habe zufällig noch schnell die Pandya Quest erfüllt. Er ist kein Shiny. Shiny Check. Ah, manchmal geht's echt schnell, man merkt es kaum und schon hat man 5. Und manchmal dauert es halt Ewigkeiten. Seht ihr das? Shiny Knospi. Wir haben es verpasst. Aber Shiny des Tages. In letzter Zeit habe ich beinahe jeden Tag ein Shiny. Der V-Check 462 ist aber glaube ich nicht so gut. Ja. Ich kann mich nicht beschweren. Bestimmt kann ich den irgendwie vertauschen. Ich schaue mal kurz im Hofgarten vorbei. Ich drehe hier eine Runde und dann geht es weiter. Ein paar Hippos gönnen wir uns. Ich versuche noch ein paar Mewtwo Raids heute zu machen. Letzter Tag. Vielleicht 1, 2, 3, 4, 5. Ne, 5 wahrscheinlich nicht. Dann gibt es so eine kleine Ausbeutefazit von Mewtwo. Ich habe natürlich keine Ahnung, wie viel ich gemacht habe. Ich habe schon welche verschickt und im Pokédex sieht man ja alle Mewtwo gesamt. So. Da vorne in der Mitte sind noch 2. Ihhh, richtig eklig. Ich habe einen gefunden hier, an der Arena geht es immer gut ab. Ich war schon besorgt, ich bin alleine reingegangen. Hat eine Weile gedauert, bis sie sich gefüllt hat. Ich so, oh mein Gott, was wenn keiner kommt. Aber zum Glück haben wir noch 8 Leute gefunden. Oder 7 mit mir. Den machen wir jetzt platt. Und die Arena daneben schlüpft in einer Stunde. Die werde ich dann auch noch machen, ausweichern. Ich habe nicht mehr viele Beleber. Die ganze Arena-Kämpfe von Team Rocket, Alter. Was wollte ich sagen? Ah ja, die Arena daneben. Ausweichen, ausweichen. Schlüpft in der Stunde auch noch einer, den machen wir auch noch. Letzte 2 zum Abschluss, vielleicht ist ein guter dabei. Dann Bone Guy Quasar. Eigentlich heute Abend, aber heute Abend gibt es keine Raids mehr bei uns. Und ja, dann auf der Rayquaza Raid Tour sozusagen kann man dann Beleber und Tränke wieder sammeln, die mir gerade so dringend fehlen. Ich zeige euch später mal alle meine Truppen und Verletzten. Ist nicht mehr lustig. Ausweichen. Bin ich nicht ausgewichen? Doch, wenn nicht, danke. Mein Gott, wer kämpft da mit Ding, Mann? Wer ist der Affe? Leta King. Ich leide, Mann. Oh mein Gott, ist das ein leidender Kampf, Mann. Ich habe noch nie Kommentare, wie es bei euch so lief mit Mewtwo. Rüstungs-Mewtwo besser gesagt. Habt ihr einen guten, habt ihr viele gemacht? Wart ihr begeistert von dem oder eher nicht? Wie fandet ihr es, dass Niantic den eingeführt hat mit anderen Werten? Das war ja auch sehr interessant. Oh Mann, ey. Schaffe ich es ohne das Team zu wechseln? Das war mein fünftes Pokémon jetzt. Ein Giratina habe ich noch, aber die schlechte Form. Aber sollte machbar sein, wenn ich Erdbeben ausweiche. Okay.
So Leute, nochmal letzte Reserven sammeln. Ihr schafft es. Ausweichen. Jetzt. Komm. Und? Wahrscheinlich vorletzter Mewtwo? Seht ihr aber die Beleber und Tränke, saftig. So, wir unterbrechen die Sendung für eine Kokowai-Quest. Alola Kokowai. 100er Shiny? Nicht Shiny? Nicht 100. Schade. Wir haben noch einen random Pandya. Schauen wir mal. Ne, leider nicht. Nochmal ein kleiner Shiny Pandya-Check. Letztes Pandya für heute. Abschluss, Kracher. Nee, kein Kracher. Außer vielleicht bei Kokowai später. So, krönender Abschluss für heute. Ah ja, ich habe noch einen Mewtwo gemacht. Aber nichts Besonderes. Leider. Also der zweite von vorhin. Und? Nee. Und? Einer meiner höchsten, aber nicht wirklich gut. Und nicht shiny. Auch nicht shiny und auch nicht 100. Schade. Wir sehen uns zu Hause mit dem Fazit von Rüstungs Mewtwo. So, anstrengender Tag, Leute. Die Pandya-Quest, die Arenen, noch ein paar Mewtwo-Raids und jetzt auch noch die Kokowai-Quest. Ich überlege, ob ich die Pandya-Quest demnächst mal weglasse, aber ich brauche halt noch einen zum Tauschen. Ich hau jetzt auch das Video raus, also ich bearbeite es jetzt auch, morgen kommt es dann raus, weil ja, ich muss morgen direkt Rayquaza rain. Euch viel Glück, viel Erfolg mit Rayquaza, vergesst nicht, 21,91, sei denn, der hat irgendwie Wetterboost, da müsst ihr nochmal nachschauen. Ich schaue schon nach für euch. Wetterboost 27,39, ich bin auf jeden Fall sehr gehypt, vor allem, checkt das Video von gestern ab, ich mache ja momentan die Gold-Arena und bei Shiny Rayquaza wird es natürlich so richtig krass abgehen, überall Raids. Da kann ich überall da, wo ich noch Gold Arena brauche, drauf rain und mir die 1000 Arena-Punkte gönnen. Richtig saftig. Auf jeden Fall, checken wir mal noch die Mewtwo ab. Kurzer Einblick, wie gesagt, man kann es leider nicht unterscheiden, wie viele normale Mewtwos ich jetzt hatte und wie viele davon Rüstungs Mewtwo waren. Ich kann euch immer noch mein Bestes zeigen. Und hier seht ihr es, Moment. Mewtwo habe ich 128 gemacht, 113 gefangen. 14 von diesen 15, das sind Rüstungs-Mewtwo, die mir geflohen sind. Davor bei den normalen Mewtwo und X-Rays ist mir nur ein einziger geflohen. Oder waren es zwei? Maximal zwei, mehr nicht. Und obwohl 12 oder 13 oder 14, 15 geflohen sind, muss ich sagen, Rüstungs-Mewtwo sehr leicht zu fangen. Ich habe nie goldene Berge geworfen, ich habe gar keine Berge geworfen. Ich habe immer schnell geworfen, bin nie auf Habedach gegangen, außer ich hatte mal einen guten, was nicht passiert ist. Seht ihr gleich, aber einfach geworfen, egal wie. Meistens sind sie drin geblieben, also ich kann nicht klagen. Dann schauen wir doch mal. Mewtwo. So. Combat Power. 18,06. Das ist mein bester. Ich habe einen Lucky, aber 17,95. Was halt so schlecht ist. Echt sehr, sehr leid. 18,06 ist, glaube ich, 91. Rang 15 immerhin, aber zwei Werte drunter, vier Werte drunter, 96, 93, 91, ja. Also wenn ein Wert fehlt, ist 98, wenn zwei Werte fehlen, 96, drei Werte 93, vier Werte 91er. So könnt ihr es ungefähr ausrechnen. Das war mein bestes Rüstungs-Mewtwo. Schon traurig. Auf jeden Fall, das war's von mir, Leute. Schreibt unten in die Kommentare, wie es bei euch so lief mit Rüstungs-Mewtwo. Habt ihr viele gemacht? Wie fandet ihr es, dass Niantic den überhaupt eingeführt hat und die Werte anders waren? Ich persönlich fand ziemlich geil, dass sie einfach komplett was Neues gemacht haben. Das heißt an sich, sie können haben viel Freiraum, weil wir gehen ja immer davon aus, oh, in den Spielen oder in Pokémon gibt es dies und das. Das heißt, demnächst kriegen wir dies und das. Aber wie wir gesehen haben, zum Beispiel One Piece Pikachu oder jetzt dieses komplett neue Rüstungs-Mewtwo, die haben schon ein wenig Spielraum, die können an sich bringen, was sie wollen. Wisst ihr, was ich meine? Vielleicht mache ich dazu nochmal ein Video. Ah, naja. Euch viel Glück, viel Erfolg mit Shiny Rayquaza, oder? Gönnt euch ein Shiny, direkt erster Tag, direkt Shiny 100%. Das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab.
folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.